Ich möchte Sie heute Nachmittag alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Mike Online Talk. Mein Name ist Christoph Jaschke und ich habe das große Vergnügen, zusammen mit meiner Co-Präsidentin, der Maria Panzer, diesen Talk moderieren zu dürfen und Sie durch diesen Nachmittag zu führen. Wir haben zwei wunderbare Referentinnen und einen Referent, also Referentin und Referent. Und die sind nicht nur so wunderbar, weil wir sie so lange kennen, sondern weil sie unter anderem auch den Mike viele, viele, viele Jahre immer schon begleitet haben und beide auch im Beirat sind. Und es freut mich sehr, dass ihr beide euch heute die Zeit genommen habt, diesen Talk zu begleiten. Und damit, Maria, gebe ich direkt an dich, dass du die beiden noch ein bisschen vorstellst. Ja, du sprichst mir natürlich aus der Seele. Also ich bin ein ganz großer Fan der Diskussion konkreter Fallbeispiele aus der Intensivpflege, weil man da einfach immer eine ganze Menge dazu lernt. Und früher war das immer ein Programmpunkt ganz am Ende des Mike. Und er war immer gefühlt viel zu kurz und er war immer sehr gut besucht. Und für uns als Veranstalter gab es natürlich nichts Schöneres, als einen Programmpunkt zu haben, für den an einem späten Nachmittag am Samstag dann noch so viele Teilnehmer extra geblieben sind. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, nee, so geht das nicht weiter. Und jetzt ist die Diskussion konkreter Fallbeispiele immer ein ganz normaler Programmpunkt. Und wir danken Dr. Carsten Simon, also und Maike Grimm, sehr herzlich, dass Sie heute das übernehmen. Ansonsten die Viten, die stehen auf unserer Homepage und wir wollen jetzt einfach gar keine Zeit verlieren. Eine Sache noch ist zu ergänzen. Wie kommen wir jetzt hier in die Diskussion? Wenn die beiden ihre Präsentation beendet haben, dann kann man sich live schalten und direkt mitsprechen, auch mitdiskutieren. Wenn Sie aber Fragen haben, während referiert wird, dann bitte einfach in den Chat schreiben und ich oder die Maria, wir nutzen dann die Atempausen, um die Fragen an die beiden weiterzuleiten. Ja. Und damit können wir loslegen. Ich weiß nicht, Maike oder Carsten, wer fängt von euch an? Maike. Wie immer, Maike. Ladies first, wie sich's gehört. So, dann begrüße ich alle ganz herzlich. Freue mich natürlich auch, dass ich hier sein darf und bedanke mich ganz herzlich bei Christoph und Maria für die Einladung. Natürlich auch bei Carsten, dass wir das wieder zusammen machen. Ja, hat in den letzten Jahren immer viel Freude gemacht und ich hoffe, dass ich diesmal auch einen Fall oder ein Fallbeispiel mitgebracht habe, was auf Interesse stößt und würde mich natürlich nachher über Rückmeldungen und Diskussionen auch freuen. Mein eines Fallbeispiel besteht aus zwei Fällen. Da wird aber gleich deutlich, woran das liegt und wie es sich dann zusammenführt. Die Hauptüberschrift ist Leben mit ohne invasiver Beatmung und wer zwischen den Zeilen lesen kann, denkt sich vielleicht schon zu wissen, worum es geht. Mitgebracht habe ich heute Felix und Marlene und ich möchte Ihnen die beiden Geschichten von Felix und auch die Geschichte von Marlene erzählen. Wir fangen mit Felix an. Felix ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt 12 Jahre alt, hat ein kongenitales zentrales Hypoventilationssyndrom. Das ist eine fehlende Spontanatmung bzw. oberflächlich unzureichende Atmung, besonders in den Schlafphasen, den meisten vermutlich eher bekannt unter Undine-Syndrom. Ich habe Felix 2008 kennengelernt. Das ist das Geburtsjahr. Da ist das Tracheostoma angelegt worden, weil die Atmung so unzureichend war, dass 24 Stunden am Tag die Beatmung notwendig war. Es war also eine intensive Dauerbeatmung und Felix ist dann mit einem Pflegedienst für 24 Stunden am Tag auch nach Hause gegangen. Im Säuglingsalter und auch im Kleinkindalter ist immer die Beatmungszeit erheblich länger als nachher im Erwachsenenalter, weil natürlich die Schlafphasen sich auch mit unserem Alter verändern und auch die Erkrankung ein klein bisschen. Jetzt haben wir 2020 und Felix ist nur noch nächtlich invasiv beatmet und hat in der Nacht ist ein Pflegedienst über 10 Stunden da und ja, betreut Felix
in der Nacht. Kurz die Behandlungsmöglichkeiten bei dem Syndrom, welche Möglichkeiten es da gibt. Das ist die Beatmung über Tracheostoma, die invasive Beatmung. Und wenn man in der Literatur nachliest, auch was man so kennenlernt, dann ist man eigentlich angestrebt, dass diese Kinder so im Schulalter auf eine Maskenbeatmung umgestellt werden, also nicht invasiv beatmet werden, um das Tracheostoma dann eben auch verschließen zu können. Es gibt noch die Form der Unterdruckbeatmung, die in seltenen Fällen im Kleinkindalter durchgeführt wird. Und es gibt die Zwerchfell-Schrittmacher-Beatmung oder Pacer, wird das genannt. Das ist ja eine volle Beatmung. Da sind die Patienten relativ wenig. Nach außen hin ist das sichtbar, sind aber trotzdem voll überwachungspflichtig. Als Felix 2008 beatmet wurde, war es für die Familie ganz klar, dass Felix auch solch einen Zwerchfellschrittmacher so bald wie möglich kriegen sollte, damit er unabhängig ist, damit er mobil ist und damit man von außen auch wenig von der Beatmung sieht. Dieser Gedanke und dieser Wunsch hat sich aber im Laufe dieser Jahre, gerade der ersten Jahre, verändert, weil man ja halt festgestellt hat, gut, die Implantation kann nur in München stattfinden, das ist recht aufwendig, das ist mit einer großen Operation verbunden. Man muss den Zwerchfellschrittmacher auftrainieren und die Überwachungspflichtigkeit bleibt auch. Und dann war es halt auch familiär schlecht möglich, nach München das umzusetzen. Weil man dann aber von Seiten der Klinik aus gesagt hat, naja, dem Kind geht es so ganz gut, wir wollen mal schauen, ob das nicht auf eine nicht-invasive Beatmung umgestellt werden kann, ist das ab 2016 diskutiert und eigentlich auch forciert worden. Es ist aber dann erst 2017 überhaupt zu einem Versuch gekommen und auch zur Einbestellung in die Klinik. Das hat primär ganz gut geklappt. Es ist eine Maskenbeatmung eingestellt worden. Es sind die Werte gemessen worden. Die Beatmung war ausreichend in der Nacht. Es ist, glaube ich, über 3 Nächte durchgeführt worden. Die Maske hat allerdings nicht gut gepasst. Das ist ja auch so eine Variable in dem Fall in der Maskenbeatmung, dass das schon mal ein bisschen schwieriger ist. Und man hat in der Klinik schon eine individuelle Maske zumindest den Abdruck genommen und dann mit der Familie besprochen, weil es eben noch so ein bisschen ja, Widerstand gab oder weil es so noch nicht durchführbar war mit der Maske, die da war, dass dann das Kind 3 oder 4 Wochen später kommen soll zum Verschluss des Tracheostomas und auf die endgültige Umstellung auf die Maskenbeatmung. Dieser Folgetermin ist nicht wahrgenommen worden. Das nächste Mal in der Klinik ist Felix im Jahr 2019 gewesen. Das war nicht mehr aufzuhalten, weil er ein so altes Beatmungsgerät hatte, was out of service war und er musste umgestellt werden und musste dann natürlich auch wieder ein Gerät kriegen, was für die invasive Beatmung zugelassen war. Jetzt haben wir aktuell das Jahr 2020. Felix ist 12 Jahre alt, er freut sich guter Gesundheit eigentlich, ist aber weiterhin nächtlich invasiv beatmet. Medizinisch spricht nichts gegen eine Umstellung auf eine nicht-invasive Maskenbeatmung. Es wird aber die Schrittmacherimplantation weiterhin abgelehnt und Felix selber lehnt ganz konsequent die Beatmung über Maske ab. Hier nur eine Folie mit der Frage, welche Behandlungsmöglichkeit ist die richtige, wovon ist das abhängig? Ja, da sind, glaube ich, verschiedene Sachen, die man sich so erklären kann oder wo man überlegen kann. Ist es die sicherste? Regelt sich das über die Rahmenbedingungen oder ist das vielleicht die Vorliebe vom Patienten, die Vorliebe vom verordnenden oder vom praktizierenden Mediziner? Geht es darum, ob es die innovativste ist, die bekannteste oder die kostengünstigste? Also da können verschiedene Dinge hinterstehen. Ich komme zur Marlene und dann schließt sich das hoffentlich gleich so ein kleines bisschen. Marlene ist zum Zeitpunkt, als ich sie kennenlernte, 56 Jahre alt, mit respiratorischer Globalinsuffizienz bei rezidivierender Exazerbation eines Asthma bronchiale mit einer ausgeprägten Kyphoskoliose. Sie hat 2010 eine Tracheostoma-Anlage bekommen und war ab dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt mehr als 16 Stunden täglich beatmet. Es sind bei dem Krankenhausaufenthalt, der damals recht lange gedauert hat,
zahlreiche Entwöhnungsversuche schon zu dem Zeitpunkt gemacht worden, mit der Hoffnung, sie ja damals schon auf eine Maskenbeatmung wienen zu können, dass sie so nach Hause gehen kann, weil sie eigentlich eine junge Patientin war, die auch nicht in einem so schlechten Allgemeinzustand war. Die häusliche Situation von Marlene war, dass sie mit der Tochter in der eigenen Wohnung gelebt hat. Die ersten 2 Monate hat sie einen Pflegedienst gehabt, der 24 Stunden am Tag bei ihr gewesen ist. Sie hat sich selber ganz gut erholt und selber dann auch auf 12 Stunden nächtliche Beatmung reduziert. Und der Pflegedienst ist dann 8 Monate noch nächtlich oder zumindest über am Abend, also 12 Stunden am Tag gekommen. Die Patientin ist sehr mobil geworden, also konnte sich im Rahmen ihrer Wohnung selber gut bewegen, gut versorgen, selber absaugen, selber ans Gerät machen, selber abmachen. Und so hatte sie dann nur noch 2 Stunden am Tag Besuch vom Pflegedienst. Der Pflegedienst hat die Tracheostoma-Pflege übernommen, ein bisschen Lungenpflege, Krankenbeobachtung, Überprüfung der Beatmungsparameter und hat so das Geräte- und mit Materialmanagement übernommen. Ein Jahr nachdem sie eingestellt worden ist, oder vielleicht waren es auch 9 Monate, ist sie halt zu einem Kontrolltermin in die Klinik gegangen. Und da sehen wir aus dem Arztbrief, dass da schon steht, dass langfristiges Ziel ist es, die Patientin weitgehend zu entwöhnen und nur noch über eine nicht-invasive Beatmung per Nasenmaske oder Ganzgesichtsmaske zu beatmen. Inwieweit dies möglich sein wird, kann allerdings nur im Verlauf beurteilt werden. Da klingt schon zwischen den Zeilen, und so war es damals auch schon, der Wunsch oder der Gedanke, dass es eigentlich möglich sein müsste, aber dass es an irgendwelchen Ecken dran gehapert hat, warum es nicht umgesetzt werden konnte. Bis dahin ist Marlene nicht in der Klinik gewesen, ist sie notfallmäßig eingewiesen worden mit einer Lungenentzündung, hatte dann einen kleinen Rückfall, war auch wieder ein bisschen ein paar Stunden mehr beatmungspflichtig, hat, glaube ich, über einen Monat wieder ein bisschen mehr Pflege gehabt, aber hat sich gut bekrabbelt. Und im Jahr 2014 hat sie dann die ersten Male mehrmals, ist sie darauf angefordert worden, dass sie wieder in die Klinik geht. Das hat sie nicht wahrgenommen, ist wieder nicht zur Kontrolle in die Klinik gegangen. Und mit viel Druck und Bedingungen, die daran geknüpft waren, ist sie 2015 in der Klinik gewesen. Es ist ein Versuch zur Umstellung gemacht worden auf Maskenatmung. Sie hat einen Platzhalter eingesetzt gekriegt. Sie hat 2 Tage wunderschön mit der Maske beatmet. Die Werte waren in Ordnung, also medizinisch durchaus vertretbar. Als dann der Platzhalter entnommen werden sollte und das Tracheostoma verschlossen werden sollte, hat sie doch die Maskenbeatmung abgelehnt, ist psychisch dekompensiert, hat überventiliert und ist ja invasiv beatmet, dann später auch wieder nach Hause gegangen, weil dieses Problem nicht in den Griff zu kriegen war und ja auch die Bedingungen im Krankenhaus nicht da waren. 2017 war sie dann nur noch mal gastroenterologisch auffällig in der Klinik und ist leider 2 Jahre später im Alter von 65 Jahren ist sie verstorben. Aber auch hier nicht aufgrund ihrer Beatmung oder aufgrund der Atmung, sondern sie hatte eine Abführmittelabhängigkeit und im Rahmen dessen ist sie ausgetrocknet. Sie ist dehydriert durch die Abführmittel, ist entglitten mit den Elektrolyten und den Spurenelementen und hat dann auch verschiedene Therapien abgelehnt. Und dann hat sie es eben leider nicht geschafft. Jetzt haben wir eben diesen Fall der invasiven Beatmung. Für uns zu denken, das wäre doch alles nicht invasiv, sicherlich viel schöner. Oder das war ja so der Wunsch, den die Mediziner, die Pflege, die Menschen drumherum hatten und vielleicht auch ein gewisses Unverständnis. Dem Ganzen möchte ich so ein bisschen mehr auf den Grund gehen und das Ganze mal hinterfragen. Und da schauen wir vielleicht, wer entscheidet überhaupt über die Art der Behandlung und der Beatmung. Ich denke, das liegt auf der Hand. Ohne dass der Patient es selber nicht will, wird es nicht funktionieren, was wir an beiden Beispielen auch gesehen haben. Aber ich glaube, dass es verschiedene
Gruppen gibt, die auch einen Einfluss darauf haben, wie zum Beispiel die Pflege, die Mediziner, die Angehörigen, die Gesetzgebung, die drumherum ist, der medizinische Dienst, die Kostenträger. Das spielt sicherlich in gewisser Rolle, was die Bedingungen ausmacht, spielt das damit rein. Welche Vorteile hat jetzt die Umstellung auf die NIF? Es ist natürlich ein geringerer Eingriff in den Körper. Es vereinfacht das Handling der Pflege und der Überwachung. Wir haben eine reduzierte Infektanfälligkeit. Wir haben eine optische Unversehrtheit und äußerlich keine Stigmatisierung, die zu sehen ist. Sprechen und Sprachentwicklung ist ja wesentlich einfacher und besser. Da kann ich aber von beiden Patienten berichten, auf die Frage hin, ob sie das nicht stört. Das hatten beide völlig im Griff. Die haben halt, wenn sie sprechen wollten, nehmen die ihre Hand, legen die um die feuchte Nase und sprechen und empfinden da selber, so wie sie sagen, zumindest überhaupt keine Einschränkung durch. Mobilität und Teilhabe ist dann natürlich erheblich für unsere Begriffe besser bei der nicht-invasiven Beatmung. Es steigert die Lebensqualität, die Entwicklung von Kindern kann besser stattfinden durch Unabhängigkeit, durch Normalität. Und ein weiterer Vorteil, der sicherlich genannt werden muss, ist eine mögliche Kostenreduzierung dadurch, dass die Pflege vielleicht runtergebrochen werden kann. Jetzt müssen wir uns fragen, was spricht denn nun für Felix und für Marlene für die invasive Beatmung? Sicherheit, Gewohnheit und Erfahrung. Sie sind mit der Sicherheit groß geworden. Felix ist zumindest mit der Sicherheit viele Jahre groß geworden, was auch um ihn herum sehr, sehr groß geschrieben wurde. Es ist eine Gewohnheit und es ist die Erfahrung, dass es auch funktioniert. Es kommt die Aufmerksamkeit und die Zuwendung dazu. Das ist was, was man nicht unterschätzen sollte. Es gibt schon auch Patienten, die sich ja über ihre Krankheit ein Stück weit definieren. Und wenn sie das aufgeben würden, würden sie einen Teil ihrer sozialen Rolle auch aufgeben müssen und müssten sich ja neu in ihrem Umfeld, in dem sozialen Setting auch neu platzieren. Und somit wäre das schon eine große Veränderung und würde auch im ersten Gedanken bedeuten, dass vielleicht Aufmerksamkeit und Zuwendung verloren gehen könnte. Angst vor Veränderung. Felix sagt ganz klar, ich habe Angst, keine Luft zu bekommen. Depressionen und Angststörungen, das glaube ich, war bei Marlene ein ganz großer Teil, der da mitgespielt hat. Traumatisierung, ungute Erlebnisse. Es kann vorher Erlebnisse gegeben haben, wo es zu starker Luftnot gekommen ist. Auch bei diesen beiden Patienten, die haben davon berichtet, dass sie das im Zusammenhang mit Untersuchungen oder auch Einweisungen und Erkrankungen gehabt haben. Und die Übertragung von Angst und der Vorsicht, die durch Angehörige stattfinden kann, ist sicherlich nicht zu unterschätzen. So merken wir, dass es da eine ganze Menge von psychosozialen Faktoren gibt. Und ich möchte mal gucken, wie die Patienten das oder wie es häufig doch gemacht wird. Ich glaube, dass die Betrachtungsweise bei diesem gesamten bei dem Thema doch ist, dass es sehr häufig recht medizinisch betrachtet wird, dass messbare Werte mehr Beachtung finden als wie die Frage nach Gefühlen, warum es jemandem vielleicht nicht passt oder warum er irgendwo mit nicht klarkommt. Das Unverständnis von unserer Seite auch bei vordergründiger Nicht-Nachvollziehbarkeit uns ist vermutlich das recht fern, dass das nicht so funktioniert oder dass jemand das nicht möchte, dass er eine niederschwelligere Versorgung bekommt. Unverständnis vielleicht auch dafür zu verstehen, warum das Kind darauf verzichtet, schwimmen gehen zu können. Das ist ja zum Beispiel eine Sache, was mit Tracheostoma doch eher schwierig ist oder zumindest nur im Planschbecken funktionieren kann. Also unser Unverständnis, weil wir es nicht nachvollziehen können, mit subjektiven, festgelegten Blickwinkel. Und ja, in der medizinischen Versorgung kommt bestimmt auch ein Zeit- und ein Kostendruck hinzu, dass ja gewisse Ziele in einer definierten Zeit auch erreicht werden müssen. Wie machen wir es jetzt vielleicht besser oder was könnten wir damit machen, damit es in der Praxis besser klappt?
schon vorausschauend präventiv die Patienten darauf vorbereiten, eine ganzheitliche Vorgehensweise bedenken, wo wir eben alle sozialen Interaktionen auch mit beachten, wo wir die persönliche Wahrheit des Patienten oder die Wirklichkeitsaufnahme, die der Einzelne hat, mit dem Umfeld vergleichen und gucken, wie es aufeinander wirkt. Wir müssen echte Bemühungen haben, die Gefühlslage zu ergründen und auch zu verstehen, weil sonst können wir gar nicht da ansetzen und den Patienten da abholen, wo er steht. Verständnis zuhören und ernst nehmen, und das muss echtes Verständnis sein und nicht gespieltes. Da sind die Menschen, glaube ich, sehr sensibel für, wenn es um ihre Luft geht. Objektive Betrachtung ist natürlich wieder etwas schwierig, aber da sollten wir zu bemüht sein und eben auch andere zu befragen. Ganz wichtig ist die Offenheit für neue und andere Wege. Wenn wir im Team oder mit den Beteiligten zusammen versuchen, eine Lösung zu finden, dann sind wir doch recht häufig wesentlich leistungsfähiger in der Lösungssuche, um die Herausforderung dann auch zu meistern und das Problem lösen zu können. Und Zeit. Zeit ist vielleicht was, was es auch wenig gibt, aber diese Patienten brauchen Zeit. Was tun wir jetzt? Und dann glaube ich, dass wir vielleicht an manchen Stellen doch auch zu einem Ziel oder zu einer Lösung kommen. Ganz wichtig ist das Vertrauen. Das Vertrauen, was der Patient zu seinen beratenden Menschen hat. Ich will nicht nur die Ärzte nennen, sondern auch die Therapeuten, die drumherum sind. Ich glaube, dass das einen ganz großen Ausschlag dazu gibt, wie der Patient dann auch mitarbeiten kann und wie er, wenn er sich verstanden fühlt, dann wird er auch zuhören. Die Fachexpertise, ich glaube, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Das ist natürlich auch wichtig, dass da, wo die Patienten in Behandlung gehen, wirklich auch gewusst werden muss, wie fachlich, aber auch wie von der psychosozialen Seite her damit umgegangen wird. Kommunikation, Schnittstellen verbinden, Reibungsverluste natürlich auch vermeiden. Wir müssen gucken, dass wir die Ressourcen der Patienten, dass wir die wecken, dass das Selbstwert gesteigert wird, damit sie auch das für das Tun und für die Entscheidungen, die getroffen werden, selber die Verantwortung ziehen können. Wer selber entscheidet, der kann natürlich auch viel besser damit leben, das dann umzusetzen. Und das müssen wir fördern bei den Patienten. Ich will aber auch in den therapeutischen Bereich der Physiologie, Logopädie und Atemtherapie gucken, weil mir das bei Felix aufgefallen ist. Da hat es in den ersten Lebensjahren Physiotherapie und auch Logopädie gegeben, aber er hat völlig verlernt, überhaupt zu spüren, dass Luft durch den Mund und durch die Nase fließen kann. Und wenn ich jetzt damit anfange und möchte, dass er durch Mund und Nase atmet und er gar nicht weiß, wie man das spürt und wie das gefühlt wird, ist das halt jetzt ein Ansatz, und so wird es auch gemacht, dass da sehr engmaschige Therapien, gerade im Bereich der Atemtherapie und der Logopädie, gemacht wird, um ihn dahin zu führen. Das wird aber eine ganze Weile an Zeit brauchen. Also da müssen wir mehr nachgucken, dass das auch langfristig verfolgt wird. Wir müssen nach dem Fallmanagement gucken, jemand, der das auch zusammenführt, der die institutionellen Ressourcen und die persönlichen Ressourcen der Betroffenen rausfindet und zusammenführt. Und wenn es um Angststörungen gibt, um Depressionen, dann brauchen wir natürlich auch psychologische Hilfen und die Psychotherapie. Und das ist dann keine Umstellung, die von heute auf morgen und wahrscheinlich auch nicht von diesem auf nächsten Monat, vielleicht aber auch dann nur über Jahre stattfinden kann. Und die Begleitung für die Menschen muss meines Erachtens da sein. Und dann hoffe ich, dass es für diese Patienten, die hier diese psychosoziale Herausforderung für uns darstellen, auch ein Leben mit nicht-invasiver Beatmung und mit vielleicht auch besserer Lebensqualität gibt. Das wäre es jetzt so von meiner Seite aus. Ja, vielen Dank, Maike, für deinen Vortrag. Und damit würde ich auch direkt ins Publikum geben. Hat jemand Ergänzung, Erfahrung aus seiner eigenen Arbeit oder aus seinem eigenen Erleben, was dieses Thema angeht? Möchte jemand was in den Chat schreiben oder möchte sich jemand melden und was dazu sagen? Ich fange mal an, Maike. Vielen Dank für den schönen Vortrag.
Ist natürlich ungewohnt, wenn man jetzt hier so nicht nebeneinander steht, sondern quasi über Video kommunizieren muss. Das macht es immer ein bisschen hakeliger. Aber ich habe trotzdem folgende Frage. Also du hast ja sehr schön dargestellt, dass beide deiner Kasuistiken eigentlich nicht auf die nicht-invasive Beatmung umgestellt werden wurden. Ist das so richtig? Völlig richtig. Also es war bei beiden medizinisch, sprach nichts dagegen. Und die Mediziner haben sich jedes Mal auch Gedanken gemacht. Und es ist einfach, es ist abgelehnt. Es ist von den Patienten recht richtig. Genau. Und bei beiden hast du ja betont, man sollte immer die psychologischen, sozialen, kulturellen, alle Aspekte mit berücksichtigen. Aber dann meinst du doch, beide hätten in deinen Augen eine höhere Lebensqualität, wenn sie auf eine nicht-invasive Beatmung umgestellt werden würden. Na, deswegen habe ich das ja entschieden haben, dass sie gerne die invasive Beatmung haben wollen. Deswegen habe ich das ja extra in der Folie dargestellt, was ich glaube, was wir so als GRO glauben, eine bessere Lebensqualität darstellt. Also dass zum Beispiel das Schwimmen gehen können, das besser sprechen können und so weiter. Das ist rein subjektiv. Das ist unser Empfinden und unsere Interpretation, was wir an Lebensqualität meinen. Ja. Aber ich habe natürlich bei den Fällen auch ein bisschen in Richtung Kostendruck und Willen der Krankenkassen und ja, Hintergrund IPREC ist ja sicherlich auch momentan ein großes Thema. Das schwimmt ja alles zusammen und es gibt einfach dieses Klientel, wo jetzt medizinisch wir nach irgendeinem Leitfaden gehen können, wenn dann, dann das. Und das passt einfach hier nicht. Und da fallen diese beiden völlig raus, haben beide keinen Leidensfaktor. Das ist ja nun ganz wichtig zu sagen. Ja, also ne, wenn ich sage, aber ihr könnt doch nicht gut sprechen, dann sagen die, wieso? Ich kann doch sprechen und sprechen mit mir. Die sehen ihre Lebensqualität als in Ordnung an. Aber sie kennen es auch nicht anders. Das sage ich jetzt mal so als These. Ja gut, der Felix kennt es nicht anders, aber die Marlene kennt es ja schon anders. Ja, da habe ich ja auch gesagt, dass ich auch glaube, dass da auch ein bisschen die Psyche noch in anderer Weise hinterstand, dass das auch was mit Kümmern und mit Alleinstellungsmerkmal zu tun hatte und mit Identifikation und der Erkrankung. Ja? Würdest du, Maike, würdest du, du hast gerade mein Lieblingswort, ist ja GKV IPREC, ich glaube, ich lasse mir irgendwann so T-Shirts drucken, weil uns das sicherlich die nächsten 3 Jahre beschäftigen wird, jeden Tag. Aber würdest du sagen, dass eine frühere und bessere Aufklärung und Einbeziehung auch der Betroffenen selbst in die Möglichkeiten von Versorgung und auch Versorgungsformen vielleicht einen anderen Weg nachher gemacht hätte in der Versorgung? Ja, das habe ich mit der Prävention so ein bisschen gemeint, dass Aufklärungsarbeit schon im Vorfeld ganz wichtig ist. Und es gibt ja auch, weiß jetzt nicht, ob du darauf auch rausspielst, ein paar Patienten, die liegen mir im Bereich jetzt von Marlene, die halt nach dem Zeitpunkt ihrer Tracheotomie nicht dadurch, dass sie ein halbes Jahr vielleicht in eine engmaschigere Reha gehen oder da gut jetzt therapiert werden, dass sie da gewöhnt und entwöhnt werden können und es dann, ja, es klappt oder es klappt nicht, sondern dass es durchaus Patienten gibt, die vielleicht 1 Jahr oder 2 Jahre nach Hause gehen müssen, um sich zu stabilisieren, um sich mit dem Alltag zurechtzufinden, um auch wieder Teilhabe zu haben und dann auch den Mut zu haben, wieder eine Veränderung anzugehen. Und da liegen dann aber vielleicht 1-2 Jahre dazwischen, wo sie doch eine tracheale Beatmungszeit haben, aber durch diese Zeit, die man ihnen gegeben hat, dann die Möglichkeit besteht, dass dann doch eine Rückverlegung des Stomas praktiziert, also erfolgreich dann auch gemacht werden kann. Und diese Fälle gibt es immer wieder. Die haben es einfach am Anfang nicht geschafft, aber man hat sie hingeführt und man hat sie begleitet und die sind auf einen sehr guten Weg gekommen. Was ja 2 Dinge eigentlich bedeutet. Das eine ist, das habe ich jetzt so aus diesen beiden Fällen rausgenommen, ist, dass da natürlich wahnsinnige Ängste auch bestehen, bis hin zu wirklich Existenz- und Überlebensangst, die sich dann sicherlich in Richtung psychiatrische Krankheitsbilder schon entwickeln kann, was ich absolut nachvollziehen kann, nachdem man ja technisch voll abhängig ist von so einer Beatmung. Und das andere
Was ich glaube, ist, dass man eben auch daran, was du gerade auch beschrieben hast, dass man daran denken muss, dass die Situation, sage ich jetzt mal, vor 2 Jahren halt nicht dieselbe ist wie vor einem und wie heute. Wir müssen immer wieder mit den Klienten und mit dem Therapeutinnen und Therapeuten außenrum diskutieren und sprechen und gucken, was geht und was geht nicht. Und das ist, um wieder meinen Bogen zu meinem Lieblingsthema GKV übrig zu bringen, es reicht halt nicht zu sagen, jemand kann geweant werden. Das könnte sogar sein, dass er das medizinisch oder ich sage jetzt mal medizintechnisch sogar hinkriegen würde, sondern es ist auch, es hat extrem viel mit dem sozialen Umfeld, mit der psychischen Verfassung zu tun. Und das hat mir gerade nochmal so einen Aha-Effekt bei deinem Vortrag gemacht, dass natürlich das Thema auch wirklich, sag ich mal, seelische und psychische Begleitung in diesem Prozess, das haben wir überhaupt nicht auf der, sag ich mal, Platte. Und vielleicht ist das ein ganz dringendes Element, was wir mit reinnehmen müssen in das Case-Management von genau diesen Menschen, weil es natürlich wahnsinnig es geht um richtig Not und richtig große Ängste, die wir nicht mit einem läppischen, ja, das geht schon alles technisch wegwischen können. So sollte meine Aussage sein, genau. Ja, vielen Dank. Ich habe hier gerade eine Frage im Chat entdeckt. Und zwar, es ist eher ein Kommentar. Ja, es ist ein Kommentar. Es ist natürlich in der jetzigen Zeitsituation noch bedeutend schwieriger. Ich arbeite zurzeit auf einer sogenannten TAB und merke auch, dass nicht immer auf die individuellen Wünsche eingegangen wird. Der Druck der Krankenkassen ist schon sehr hoch. Könnt ihr das so bestätigen? Ihr nickt beide. Ich denke, ihr habt es nicht nur akustisch vernommen, sondern könnt es so bestätigen. Gut, dann. Ja, weil ich ja innerklinisch bin, wir merken es halt durch die MDK-Anfragen. Das ist jetzt durch Corona etwas ausgesetzt worden, aber ist schon da, der Druck. Ja. Gut, wenn es keine Fragen und Ergänzungen mehr zu deinem Vortrag gibt, würde ich dir das Wort übergeben, Carsten. Dann versuchen wir das doch mal. Perfekt. Ups. Ja, gut. Ja, vielen Dank für die, ich könnte ja sagen, Einladung nach München, aber wir sind ja nicht in München, ich bin in Grafschaft, hier unser Krankenhauskloster und ich habe wie immer ein paar Fälle mitgebracht. Ich bin aber auch gewillt, das Ganze abzukürzen. Ein kleines Signal, mit Handzeichen bringt ja diesmal nichts, also im Chat würde da ausreichen und ich würde das verkürzen. Jetzt kann ich ja, während ich rede, auch meinen Bildschirm ausschalten, ne? Oder soll ich ihn eingeschaltet lassen? Das kannst du, ich finde es immer ganz nett, wenn man dich noch so sieht, während du redest, aber das kannst du machen, wie du willst. Ja, ihr will das. Wie du willst. Okay, also, erster Fall. Eine knapp 70-jährige Frau hatte sich zu Hause in ihrem Heimatort vorgestellt, zunächst im Krankenhaus dort mit Verdacht auf gastrointestinale Blutung. Also sie hat also hellroten Stuhlgang abgesetzt. Hintergrund da war eine Marcomar-Überdosierung. Der INR-Wert lag bei 6. Marcomar hat sie wegen Vorflimmern eingenommen. Und in dem Krankenhaus kam man aufgrund, so steht es im Brief drin, mehrmaligen Erbrechens dann dazu, dass man sagt, komm, wir müssen doch mal ein Schädel-CT machen. Und im Schädel-CT hat man dann eine Subarachnoidalblutung gesehen und hat sie dann direkt umgehend in die Neurochirurgie verlegt. Dort hat man dann direkt nochmal ein Schädel-CT gemacht und hat dann neben der Subarachnoidalblutung noch ein subdurales Hämatom festgestellt, hat in einem Nebensatz erwähnt die Gerinnung ausgeglichen und hat dann auch umgehend eine externe Ventrikeldrainage eingelegt, um das Ganze zu entlasten. Dann wollte man natürlich wissen, woran lag es jetzt? War es jetzt nur das Marcomar oder gab es noch andere Gründe? Und hat dann eine Subtraktionsangiographie gemacht, hat kein Aneurysma gesehen, also
Ein Aneurysma ist ja häufig die Ursache einer Subarachnoidalblutung, hat aber, und das war auch bekannt, einen alten Apoplex der Arteria cerebri media gesehen. Im weiteren Verlauf des Aufenthaltes kam es dann zu einer Blutung im Stichkanal dieser Ventrikeldrainage. Auch weitere Blutungen intraventrikulär sind beschrieben worden. Die Patientin hatte steigende Infektwerte. Sie wurde mit UNAZID behandelt. Nach mehreren Tagen waren die Infektwerte weiter steigend. Das Ganze ist auf Meropenem umgestellt worden. Dann wurde im Bericht geschrieben, dass sie von wechselnder Neurologie war. Mal war sie prompt erweckbar, mal war sie stark Vigilanz gemindert. Man hat dann nochmal ein MRT gemacht, hat keine Gefäßmalformation gesehen, hat da aber noch weitere Postaortalinfarkte gesehen, hat dann sie aufgrund der sich weiterentwickelnden Infekte einer fulminanten Sepsis mit respiratorischer Erschöpfung sie dann intubieren müssen. Also wir erinnern uns, 13.01. war Aufnahme, jetzt sind wir schon 2 Wochen später, hat nochmal die Antibiose gewechselt. Dann sind noch so chirurgische Probleme beschrieben worden, ein Dekubitus, der durch Lagerungstherapie versorgt werden sollte, und so eine Akne inversa mit Fistelgängen in der Leiste. Man hat sie dann im Verlauf, weil man davon ausgegangen ist, dass sie Langzeit beatmet werden musste, punktionstracheotomiert. Man konnte dann Anfang Februar die Ventrikeldrainage entfernen, konnte einmal die Antibiose schon mal absetzen, hat dann eine Ernährungssonde gelegt, dann brauchte sie eine neue Antibiose, hatte dann im Verlauf nochmal Pleuraergüsse entwickelt, die dann zunächst, weil sie ja ständig unter Antikoagulation noch stand, versucht worden ist, mit Tabletten zu behandeln. Dann hat man es aber doch trainiert und hat sie dann zur Entlassung wieder auf Xarelto umgestellt. Weil sie dann immer wieder so unruhig und Wahrnehmungsstörungen hatte, hat man noch ein Neuroleptikum eingesetzt, hat dann auch im Brief beschrieben, dass darunter die Unruhe besser war. Sie hat die Augen geöffnet, hat teilweise auch ein bisschen Mimik gezeigt. Und dann ist sie, jetzt schreibe ich quasi so 2 zusammenhängende Aufenthalte. Sie ist, ich habe das ein bisschen verkürzt in der Ausführung. Sie ist zwischenzeitlich von der Neurochirurgie in eine neurologische Frühreha Ende Februar verlegt worden und ist dann quasi nach 1,5 Monaten eine Intensivpflegeeinrichtung verlegt worden, Anfang April. Und von dort hat man dann zu uns Kontakt aufgenommen, um die etablierte invasive Langzeitbeatmung mal zu kontrollieren. Die Patientin hat einem nicht mehr so gefallen. Die Pflege berichtete, dass sie nicht immer genügend Volumen eingelassen hatte. Und dann kam zu uns eine Patientin, stuporös, also komatös fast, kaum erweckbar, ungerichtete Bewegung, und es war überhaupt keine Kontaktaufnahme möglich. Und jetzt fehlt mir so der Blick ins Publikum, weil das ist so eine Situation, wo man überlegt, hier kommt eine Patientin zu uns mit diesen ganzen Vorerkrankungen, komplikativer Verlauf, die sich neurologisch so darstellt, und die sollen wir jetzt wienen. Und da gehen natürlich die Meinungen in so einem Team auch durcheinander. Und dann haben wir uns mal die Unterlagen angeguckt und hatten in dem Brief von der Neurochirurgie oder von der Neuroreha zur Verlegung in die Pflegeeinrichtung in den Diagnosen etwas gefunden, WFNS, das ist der World Federation of Neurosurgical Societies Score, und da hatte sie nur einen Score von 2. Das heißt, da war sie eigentlich noch relativ wach und ansprechbar. Das hat sie jetzt bei uns nicht mehr gehabt. Ansonsten haben wir die Diagnosen, so wie eben auch in meinen Ausführungen beschrieben, Tracheotomie, PEG-Anlage, der alte Infarkt, die zusätzliche Infarkt, die dann im CTC nochmal nachgeschrieben wurde, das subdurale Hämatom. Und das Vorflimmern hatte ich ja auch eben schon einmal erwähnt, das war ja die Ursache für die Markomar-Therapie. Das hatte ich nur, falls Fragen sind zum Glasgow-Coma-Scale. Also dieser WFNS, ich kannte ihn auch nicht, habe es auch nachgeschlagen, orientiert zum Glasgow-Coma-Scale. Und 2 ist eigentlich Punkte 13 bis 14. Und im Glasgow-Coma-Scale kann man bewertet mit Augenöffnungen, vertebrale Antwort oder motorische Reaktion, der geht bis 15, also hier kann man 4, da 5, da 6 Punkte erwirken, und 13 bis 14 heißt, dass man quasi so in 2 Punkten 1 Minus hat, also wahrscheinlich war die Augenöffnung spontan, hat wahrscheinlich desorientiert reagiert, aber auf Stimulation eine gezielte Abwehr gezeigt, das heißt, sie war relativ noch wach. Das waren die Medikamente, die sie mitgebracht hat. Und ich habe seit meiner Ausbildung immer gelernt, man soll immer die Medikamente passend zu den Diagnosen haben.
Gut, Magenschutz, liegende PEG-Sonde, das kann man diskutieren, ist nicht immer erforderlich. Die Schilddrüse ist hier überhaupt nicht erwähnt. Gut, Fettsenker, beide zugrunde liegende Gefäßproblematik, vielleicht ist auch noch zu verstehen. Dann kommt hier Levetiracetam, ein antiepileptisches Medikament, nicht erwähnt. Beta-Blocker passt zum Vorflimmern. Diuretika hat man die Chlorergüsse, Digitoxin, wahrscheinlich zur Frequenzkontrolle beim Vorflimmern. Quetiapin war ja im Text erwähnt. Amiodaron wahrscheinlich auch zur Frequenzkontrolle. Xarelto war erwähnt. Diuretikum. Jetzt haben wir hier Levetiracetam, 2 mal 1 Gramm. Die Patientin wog etwa 60 Kilo. Ich weiß, also mir fehlt wirklich der Blick ins Publikum, da mal zu gucken, ob die Leute alle nicken. Alles klar, Levetiracetam bekannt. Dosierung etwa so 1 bis 3 Gramm, je nach ja, Größe, Gewicht, Alter, Nierenfunktion. Wir haben dann den Spiegel gemacht. Sie kam am 18.05. zu uns. Am 19.05. haben wir abgenommen. Leider kam der erst 3 Tage später. Spiegelhöhe 101 Milligramm pro Liter. Der therapeutische Bereich ist 10 bis 40. Das heißt, wir haben hier einen Spiegel, der ist 2,5 Mal erhöht. Ja? Und das kann eben auch diese neurologische Problematik, die sie uns jetzt gezeigt hat, auf jeden Fall mit verursachen. Was haben wir gemacht? Wir haben also das Levetiracetam schrittweise reduziert und dann lag sie zuletzt bei 2 mal 5 Milligramm. Die Neurologie hat sich gebessert. Wir haben die Beatmungsparameter angepasst. Wir hatten sie ja bronchoskopiert, Sekret abgesaugt, Antibiotikatherapie gegeben. Wir haben dann auch entschieden, nachdem sie wacher wurde und sich besser beatmen ließ, sie doch zu entwöhnen. Dann haben wir die irgendwann auf den Schritt gewagt, sondern komm, wir gucken mal, was passiert, wenn wir die Kanüle rausnehmen und einen Platzhalter vielleicht einlegen. Da war dann noch eine frakturierte Knorpelspange und auch etwas Granulationsgewebe. Das haben wir mit Argon-Plasma-Bima-Koagulation. Das ist ein Gerät bei uns in der Endoskopie, womit wir quasi sowas abtragen können, in mehreren Sitzungen abgetragen und konnten schließlich einen Platzhalter einlegen. Die Patientin brauchte dann sogar nicht mal mehr eine Beatmung. Das heißt, sie war durchgehend spontan atmend mit Platzhalter, hatte normokapnische und auch normoxämische Werte, nicht invasive Beatmung und auch invasiv war ja nicht mehr erforderlich. Sie war jetzt wach, teilweise orientiert, zwar insgesamt etwas verlangsamt, aber immer ansprechbar. Und unter der Logopädie konnte sie zuletzt dann auch schluckweise Flüssigkeiten zu sich nehmen, sodass dann entschieden worden ist, nach, wie gesagt, 18.05. Wiening, 12.06. sie zu uns in die Frühreha zu verlegen. Da ist es uns dann gelungen, den Schluckakt weiter zu verbessern. Nichtsdestotrotz brauchte sie die PEG. Die PEG lag ja, wir erinnern uns, seit dem 10.02. Die war dann auch endoskopisch eingewachsen. Wir haben die neu angelegt, die war ein bisschen entzündet. Insgesamt ließ sie sich deutlich verbessern in der Mobilisation. Und sie haben sie dann am 29.07., 12.06., 29.07., also nach 1,5 Monaten, nochmal in eine neurologische Anschlussreha verlegen dürfen. Und so sah die Patientin, die quasi sich bei Aufnahme fast als, ja, Wachkoma ist ein unbeliebter Eindruck, aber sie hat sich quasi als nicht ansprechbar, stuporös präsentiert. Und das war quasi, man sieht hier das Begleitpersonal des Transportes, habe ich schnell noch ein Foto geschossen, weil ich einfach mal darstellen wollte, wie gut sie sich entwickelt hatte, hat sie sich quasi dann so uns präsentiert, als sie in die Anschlussreha verlegt werden konnte. Fall Nummer 1. Gibt es dazu Fragen, Diskussionen? Wie komme ich jetzt auf die Galerieansicht? Nee, gibt es nicht. Du meinst, ich soll weitermachen, ne? Ich sehe schon. Du darfst gerne weitermachen. Also es ist nichts, okay, im, ja. Chat, ist nichts im Chat und keine Handzeichen. Insofern kannst du direkt, okay, weitermachen. Gut, eine ganz andere Kasuistik. Eine Patientin, die bei einer Meniskusoperation, ach, wie alt war sie da? 40, 50, ja, auch schon weit über 60 Jahre alt, aufgefallen ist bei der OP, dass sie nur eine Sättigung von 85% hatte. Bei uns im Haus übrigens auch nebenbefundlich 85%. Die Patientin gab wenig Luftnot an, hatte also auch bei uns keinen Husten, keinen Auswurf, negativer Anhustenversuch. Sie hatte seit dem 16. Lebensjahr durchgehend geraucht, war diesbezüglich schon mal bei einem Kardiologen, war diesbezüglich auch schon bei einem Lungenfacharzt, aber bis auf diesen niedrigen Sättigungswert gab es keinen Hinweis auf eine kardiale Erkrankung
oder eine Lungenerkrankung. Die war bei uns im Schlaflabor. Beim Schlaflabor wird dann immer so nach Müdigkeit am Tage gefragt. Also sie fühlte sich nie unausgeschlafen. Sie hatte keine Tagesschläfrigkeit. Der Alltag war bei ihr nicht eingeschränkt. Sie hatte keine Konzentrationsstörung. Sie war weder gereizt noch hatte sie eine Leistungsminderung. Und auf diese Frage, wo könnte es denn passieren, dass sie mal einschlafen würde, Beifahrer lesen, Vorträge anhören, Fernsehen oder keine dieser Tätigkeiten, da hatte sie mal ein Kreuz gesetzt beim Fernsehen und fremdanalytisch wurde Schnarchen beobachtet. Wir haben dann eine Schlaflabordiagnostik. Achso, die Schlafhygiene war eigentlich auch ungestört. Sie hatte also, gut, ich weiß jetzt nicht, warum sie so früh aufgestanden ist, aber eigentlich eine normale Zeit im Bett, keine Einschlaf-Durchschlafstörungen, keine Schlafmedikamente wurden genommen. Sie ist nicht nachts aufgewacht, sie musste nicht nachts auf Toilette. Sie hat morgens schon mal Mundtrockenheit angegeben, aber sie hatte keine Kopfschmerzen und sie hat sich auch nicht mittags hingelegt. Das war ihre Medikation, Blutdruck, Fettsenker. Und das war dann Schlaflabordiagnostik, also fremdanalytisch war ja Schnarchen beobachtet worden. Das hat sich dann auch hier in diesen Obstruktionsscores wiedergeschlagen, die dann auch mit Herzfrequenzvariation reagiert wurden. Aber insgesamt fiel halt auf, dass sich die Sättigung insgesamt auf einem Niveau befunden hat, kann man es lesen, 79,3, 80% mit Variationen. Das war die Polysomnographie, Polygraphie, das Gleiche, auch wieder mit Schnarchen, Atempäuschen. Und dann nochmal in einer letzten, auch wieder alles immer 80%. Komplett durchgecheckt, Sättigung mit Messclip gemessen, immer 80%. Sättigung blutig gemessen, 94%. Wo liegt der Fehler? Man muss natürlich dann erstmal gucken, ist irgendwas, also wir können ja auch mit Ohrclip messen, aber ist irgendwas das Problem, was das Ganze stört? Ist die Patientin zentralisiert, sind deswegen die Hände schlecht durchblutet? Ist der Sensor kaputt, der wurde getauscht? Stört das Umgebungslicht an, aus? Nagellack hatte sie nicht. Also diese vordergründigen Ursachen sind da ausgeschlossen worden. Zur Rekapitulation nochmal die Sauerstoffsättigungskurve, der PaO2-Wert und dann die Sättigung. Und je höher der PaO2-Wert ist, dann eben gibt es die Sättigung. Und wie gesagt, mit dem Sättigungsclip gemessen wurden 80%, mit der blutigen über den PaO2 dann 94%. Irgendwas stimmt hier nicht. Wie misst der Sättigungsclip? Der Sättigungsclip schickt durch den Finger zwei verschiedene Farben. Und dann wird geguckt, wie viel von der Farbe im Finger hängen bleibt und durchgeht. Und wir haben hier jetzt mal die Absorption, das heißt das Aufnehmen der Farbe, das Nicht-Durchlassen von farbigem Licht für Hämoglobin und oxygeniertes Hämoglobin. Und je nach Frequenz, also die Frequenz des Lichtes gibt ja die Farbe auch an, des Lichtes ist diese Absorption unterschiedlich. Einmal für das normale Hämoglobin und für das oxygenierte Hämoglobin. Und an zwei Stellen wird quasi im Finger mit zwei unterschiedlichen Farbspektren gemessen und dann wird über die Differenz dann festgestellt, wie viel Prozent ist denn gesättigt. Man guckt einfach, wie viel habe ich oxygeniertes Hämoglobin am Gesamthämoglobin, also unoxygeniertes und oxygeniertes, und das ist dann quasi meine Sättigung. Und jetzt gibt es ein Problem. Es gibt in der Tat Hämoglobinveränderungen, Hämoglobinopathien, die eine unterschiedliche Absorptionskurve haben. Das ist zum Beispiel die Hämoglobinopathie Bonn und die hat hier so einen kleinen Gipfel. Und wenn ich jetzt quasi hier und hier messe und hier diesen Gipfel habe und die Differenz nachher nehme, dann habe ich ein Problem, weil dann messe ich falsch niedrige Differenzen. Und bei unserer Patientin handelte es sich um eine Hämoglobinopathie namens Rothschild. Auf der einen Seite das normale Hämoglobin und hier das veränderte Hämoglobin Rothschild. Und dann gibt es bei den Hämoglobinopathien Varianten, wo die Sättigung gleich ist. Das heißt, die haben durch diese Veränderung des Hämoglobins auch eine Veränderung der Sauerstoffaffinität. Das heißt, die können Sauerstoff schlechter aufnehmen und entsprechend abgeben. Aber es gibt auch welche, die das nicht haben. Und diese Discordanz, das heißt diese Schwierigkeit in diesen Absorptionsspektren, das führt eben dazu, dass man niedrige
Sättigungswerte misst, aufgrund dieser Technik in den Fingerclips, unabhängig davon, wie die Sauerstoffaffinität überhaupt aussieht. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger geworden, diese Patienten pulsoximetrisch zu messen. Und der Gap, die Lücke, die wir eben festgestellt haben, 80% im Clip, 94% blutig gemessen, ist das, an das man denken soll bei diesen Patienten. Denn es gibt Hämoglobinopathien, die eben für den Patienten im Prinzip keine Probleme darstellen. Wie gesagt, diese Patientin hat ja überhaupt keine Probleme gehabt. Und man misst einfach nur falsch niedrige Werte aufgrund dieses veränderten Hämoglobins. Wie soll man also vorgehen? Ich messe ein niedriges Hämoglobin. Dann gucke ich, kann das irgendwie artifiziell sein? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, nach Nagellack oder Umgebungslicht oder bewegt der Patient sich? Oder sind es andere Probleme? Das haben wir ja auch gesagt. Kardiologische Untersuchungen, pneumologische Untersuchungen. Gibt es sonst irgendwelche Probleme? Nein. Und dann muss man eben gucken. Ich muss das Ganze blutig messen. Und wenn das Ganze zusammenpasst, dann habe ich tatsächlich eine Hypoxämie und muss einfach gucken, was da los ist. Wenn es nicht zusammenpasst, habe ich eben diese Lücke. Und dann habe ich tatsächlich wahrscheinlich möglicherweise eine Hämoglobinopathie. Und dann kann ich natürlich noch gucken, hat der Patient eine Methämoglobinopathie oder sind es andere Hämoglobinopathien? Da gibt es auch einen schönen Übersichtsartikel, der ist 10 Jahre alt, im Ärzteblatt. Und da wurden, das ist also quasi eine Lebensarbeit, da wurden über fast 40 Jahre wurden Hämoglobinanalysen durchgeführt, über 100.000 Stück. Und dann wurde eben geguckt, welche Hämoglobinopathien sind da aufgetreten. Ein großer Teil hatte Thalassämien gehabt. Und dann in einer Tabelle sind die ganzen mal aufgeführt, mit welchen Häufigkeiten. Und manche gibt es halt da auch bei dieser Untersuchung, die sind sehr, sehr selten. Gibt es hierzu Fragen? Uhrzeit? Uhrzeit ist gut. Sind noch alle Teilnehmer da oder sind schon welche ausgestiegen? Nee, es sind immer noch reichlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer da und sie hören dir immer noch gespannt zu. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie schon alle verfrüht eingeschlafen sind, aber ich gehe nicht davon aus. Na gut, dann machen wir noch einen Fall. Aber wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen der Blick ins Publikum. Das ist so eine gewisse Leere hier. Dass man die Gesichter sieht, lächeln die oder sind die Mundwinkel oben oder unten und wie ist so die Stimmung? Also die lächeln alle. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ganz anderer Fall, auch super komplex, auch wieder so aus dem Bereich Kolibri. 41-jährige Patientin kommt zu uns in die Frühreha mit einer sehr, sehr schwergradigen COPD. Wir haben dann mal alte Röntgenbilder uns geholt, eins von 2008, eins dann 8 Jahre später, und dann sah man eben die erhebliche Überblähungszeichen, die tiefstehenden Zwerchfälle, die rarifizierte Lungenstruktur, also wirklich eine schwere COPD, damit kam sie zu uns. Aufgrund der Lungenerkrankung war sie früh berentet, mit 41 Jahren, als Floristin. Sie hatte eigentlich gar nicht so viel geraucht, wahrscheinlich sogar noch weniger als die angegebenen 20 Pekki-Years. Man sagt ja so 20 bis 30 geht's los. Hatte schon, als sie jetzt zu uns gekommen ist, schon seit knapp 5 Jahren bemerkt, dass sie eben zunehmende Luftnot hatte. Damals ist dann auch die Diagnose COPD gestellt worden. Was sie zusätzlich mitgebracht hat, war eine Urtikaria mit immer wieder mal so Schwellungen und zusätzlich auch mal Gelenkschwellungen. Das hat mal zu einer Hautbiopsie geführt, also auch schon vor 8 Jahren unseres Vorstellens. Und da hat man dann gesagt, das ist eine Urtikaria vasculitis. Was ist eine Urtikaria vasculitis? Gewöhnliche Urtikaria können wir alle mal uns holen, wenn wir mal Brennnesseln anpacken. Das führt zu einer passagieren Quaddelbildung. Aber bei dieser Patientin war die Urtikaria vasculitis eben eine chronische Erkrankung mit langanhaltenden Quaddeln, die sich langsam zurückgebildet haben. Und wenn die sich zurückgebildet haben, dann auch aufgrund der Gefäßveränderung mit Einstrom von Entzündungszellen und roten Blutkörperchen auch dazu geführt hat, dass dann in der Haut Pigmente abgesondert haben. Das heißt, man bekommt dann Flecken, die in der Haut bleiben, als Folge, nachdem die Quaddeln abgeheilt sind. Und die Quaddeln sind auslösbar, aber das haben andere Patienten auch durch mechanische, thermische oder psychischen Stress. Das war mal die Histologie mit den
eingeströmten quasi Infiltrate. Und so sieht die Haut ohne Mikroskop aus, mit diesen zum Teil noch abheilenden Urtikalien, aber zum Teil auch diesen Hyperpigmentierungen. Ja, wie würde man eine Urtikaria vasculitis behandeln? Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, die alle im Bereich Unterdrückung des Autoimmunsystems quasi liegen, die aber eben nur mäßigen Erfolg zeigen. Und was macht ein Patient, wenn eine Therapie mäßigen Erfolg hat? Das heißt, der Patient nimmt die dann auch nicht mehr ein. Das heißt, die Therapieadhärenz lässt dann auch nach. Und bei unserer Patientin war es halt so, dass sie mindestens seit 2 Jahren überhaupt keinerlei Therapie mehr wegen ihrer Urtikaria vasculitis eingenommen hatte. Und was bei uns noch zusätzlich aufgefallen war, aber auch nur, weil wir bewusst danach geguckt hatten, weil wir uns vorher belesen hatten, sonst kannten wir das eben auch nicht, dass sie eine Hypokomplementämie hatte. Was ist das? Das sind Plasmaproteine, die in der, also das Komplementsystem, das sind Plasmaproteine, die in der körperlichen Abwehr eine Rolle spielen. Und bei ihr waren die eben erniedrigt. Und da gibt es eine Diagnose. Achso, genau. Und zusätzlich parallel aufgefallen bei ihr war eben die Diagnose im Verlauf der COPD. Wir haben ja schon gesagt, 2011 war die Erstdiagnose und die zeigte einen rapiden Progress. Wir haben also dann über den Lungenfacharzt, den Hausarzt und die Lungenfunktionswerte geholt. Da war so Zeitpunkt 2010, 2011 die Diagnose. Und als sie sich bei uns vorgestellt hatte, eben hatte sie einen erheblichen Verlust schon ihrer Lungenfunktion. Das hatte man schon versucht, durch Lungenvolumenreduktion zu behandeln, aber es war eben nicht aufzuhalten. Die Lungenfunktion wurde immer schlechter und eine etiologische Verknüpfung zwischen der Urtikaria vasculitis und der COPD wurde leider im Vorfeld nie erwogen. Und es ist leider so, dass es eine Erkrankung gibt, die eben genau diese beiden, die Urtikaria vasculitis und die COPD in einen Topf packt, nämlich durch die Autoimmungeschichte kommt es eben zur Ausbildung der COPD bei Urtikaria vasculitis und das dann eben diese hypokomplementämische Urtikaria vasculitis. Das heißt, als sie sich bei uns vorgestellt hatte, war eben die Erkrankung schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Wir haben mit, wie es immer üblich ist bei uns, liebevoller Hand versucht, sie an die NIV heranzuführen. Verschiedene Masken, verschiedene Beatmungsmodi, verschiedene Geräte mit und ohne Begleitmedikation. Es ließ sich einfach überhaupt nicht gestalten. Ist natürlich auch schwierig, weil es ja, man hat ja quasi eine völlig zerstörte Lunge, die man versucht zu beatmen. Sie wurde zunehmend schlechter von der Atempumpfunktion. Sie wurde zunehmend hyperkapnischer. Wir haben sie dann noch auf unsere intensivmedizinische Station geholt. Sie wurde invasiv beatmet, inklusive Katechumengabe, aber ist dann an einem futterianen Rechtsherzversagen leider verstorben. Das heißt, die Erkrankung war leider viel zu weit fortgeschritten schon. Nur einmal als Erinnerung, was man so im Alltag sehen kann, übersehen kann, es ist ein Kolibri-Fall, aber eben eine junge Frau mit schwerstgradiger COPD, kein Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, andere Sachen auch ausgeschlossen, mit einer urseltenen Erkrankung. Das hypokomplementämische Urtikal-Vaskulitis-Syndrom, zufälligerweise auch schon wieder eine Arbeit, die schon 10 Jahre alt ist, die eben auch mal im Ärztewirt erwähnt worden ist, wo eben auch die COPD erwähnt worden ist. Und da steht dann auch drin, obwohl diese Erkrankung relativ selten ist, sollten insbesondere die betroffenen Fachärzte, Augenheilkunde, Rheumatologen, Nephrologen, Neurologen, eben auch die Lungenfachärzte, diese Erkrankung kennen und mit in die Differentialdiagnosebelegung einbeziehen. Gibt es hierzu noch Fragen, Kommentare? Nein, ist nicht. Da zuckt aber auch gar nichts. Da zuckt nichts. Das ist so spannend. Das ist ja fast schon investigativ, was man da leisten muss. Vor allen Dingen, was ich immer beeindruckend finde, ist, wie du sagst, da gibt es dann einen Fachartikel in der Zeitung, der ist dann schon 10, 11 Jahre alt. Also man muss ja neben der klassischen Diagnostik dann wirklich voll in die Detektivarbeit eintauchen und diese ganzen Journals und Möglichkeiten nutzen, um herauszufinden, was es sein könnte. Wie läuft es denn ganz praktisch bei euch ab?
Also was ich ja versucht habe, bei dem Fall davor zu zeigen, man guckt sich halt die Diagnosen an, man guckt sich die Medikamente an. Es fängt erstmal an, dass man guckt, passt das alles zusammen? Also wir sind ja jetzt auch nicht Dr. House, um das mal symbolhaft so zu sagen. Aber man versucht einfach zu gucken, ist das alles stimmig? Das fängt schon damit an, dass als ich junger Assistenzarzt war, wenn man so die ersten Therapien aufgeschrieben hatte und dann mit dem Oberarzt gesprochen hatte, dann hat der Richard, was haben Sie denn da angeordnet? Dann war natürlich zunächst die Standardantwort, das habe ich gar nicht angeordnet, das steht im anderen Brief drin. Dann sagt der Oberarzt, nein, das haben Sie gerade angeordnet, wenn Sie es da hinschreiben. Das heißt, man muss sich immer darüber nachdenken, passt das alles, was ich hier aufschreibe? Macht das alles Sinn? Passt das zu den Diagnosen? Und wie Maike auch sagt, man muss jeden Patienten wirklich individuell behandeln. Das ist leider so. Nein, das ist nicht leider so, das ist so. Punkt. Ja, weiter oder? Nee, nicht weiter. Jetzt kommt eine Frage rein. Wie hätten Sie die frühzeitige Behandlung durchführen können? Man hätte weiter bei der immunsupprimierenden Therapie bleiben müssen. Wie bei der Urtikaria vasculitis, die dann eben, wir gehen davon aus, dass die COPD wahrscheinlich nicht so schnell so schwer fortgeschritten wäre. Die Hauterkrankung hätte vielleicht die Patientin bemerkt, hätte nicht so vielleicht funktioniert, aber die Lungenerkrankung hätte man vielleicht damit in den Griff kriegen können. Okay. Ich hab auch was. Carsten, was macht das für deine Arbeit jetzt so aus, diese Hämoglobinopathie? Finde ich hochgradig interessant, aber ich glaube, in dem Moment, wenn du jetzt einen Patienten hast, der eine schlechte Sättigung hat und sagt, ach ja, eigentlich geht es mir gut, dann bist du ja wesentlich sensibler dafür als wahrscheinlich vor diesem Fall. Ja, aber machst du jetzt immer sofort Kontrollmessungen? Nein, wir haben also dieses Hämoglobin mussten wir in ein Speziallabor schicken. Ganz klar. Um das rauszukriegen. Also du musst ja erstmal dran denken. Du musst ja erstmal gucken, wie gesagt, passen die Befunde zu dem, was ich finde? Na, erstmal muss man sogar wissen, bevor man dran denkt. Da ist ja noch ein Schritt vor. Ne? Du weißt es nicht. Du kannst nur das erkennen, was du kennst. Ja, ja. Und du musst wirklich viel Zeit und Hirnschmalz investieren, um das herauszufinden. Aber man sagt ja auch, man soll ja gar nicht immer nur an Kolibris denken. Ne? Wenn man Hufgetrappel hört im Sauerland, können es nicht nur Kühe sein, können es auch Wiesente sein bei uns zum Beispiel. Und das war ein Insider. Okay. Gut. Aber du hast Thema Medikamente auch ein paar Mal angesprochen. Finde ich einen ganz interessanten Bereich. Also ja. Ich komme ja zu vielen Patienten auch nach Hause, gerade zu meinen vielleicht ein bisschen älteren COPD-Patienten, nicht invasiv beatmet. Und ihr glaubt nicht, wie viele Patienten wirklich an diesem klassischen Kachel Wohnzimmertisch in Eicherahmen sitzen und auf diesem Tisch steht natürlich die Kaffeetasse, im schlechtesten Fall der Aschenbecher und ich sage mal im Schnitt sicherlich 10 bis 15 Medikamentenschächtelchen, Tröpfchen, Sprays und so weiter. Und ich bin von Hause aus ein sehr interessierter Mensch, ja, und man hat ja auch Anteil, dann frage ich schon mal, oh, wofür nehmen Sie das denn alles? Und die Antwort ist natürlich, was könnt ihr euch denken? Nein, die Menschen wissen es eigentlich gar nicht, wofür sie das nehmen. Und das sind so viele Medikamente, das kann meines Erachtens nach nicht immer richtig sein. Ja. Gibt's, das ist ja auch eine Diskussion schon auch draußen, da muss doch was erfunden werden. Maximal 5 Medikamente, sagt man, aber das ist natürlich nicht immer umsetzbar. Aber da konnten wir auch sehr viel von unseren Geriatern lernen, die eben uns auch gezeigt haben, was man alles so weit absetzen kann. Ja, das Problem ist, glaube ich, wirklich, dass man, das sind ja auch die Wechselwirkungen, ne, Maike, was du ansprichst, das ist jetzt auch wieder in den Medien gekommen und es sind eben nicht 5, sondern ich glaube, es sind 15 Medikamente, die teilweise die Leute nehmen. Und vielleicht muss man da auch im Zeitalter von digitalen Informationssystemen einfach eine App entwickeln, wo man das ganze Ding einträgt und nachher geht die rote Laterne an, wenn man da noch was dazu schreibt. Denn gerade, also wenn ich mir meine Eltern anschaue, sind beide über 80, die haben nicht viele Medikamente, haben ein bisschen was, aber die haben beide ein Smartphone, machen alles im Netz, haben jede App, die richtig rockt. Also sowas könnte man sicherlich entwickeln, beziehungsweise vielleicht gibt es auch, weiß ich gar nicht. Kam mir nur gerade so die Idee, weil diese Unverträglichkeiten natürlich ganz schlimme Folgen haben können.
Wir haben hier noch eine ergänzende Frage. Kann es nicht sein, dass die Hausärzte oft Bedenken haben, Medikamente abzusetzen und gegebenenfalls Probleme Besonderes Probleme besonders neurologischer Art zu vermeiden? Kann sein, aber die Hausärzte sollten ja als zentrale Schaltstelle fungieren. Also bei denen sollten ja alle Informationen zusammenlaufen. Die sollten ja am ehesten darüber Bescheid wissen, ob zu viele Medikamente oder falsche Medikamente gegeben werden. Gut. Halt alle auch noch mal so ein bisschen ein Augenmerk drauf haben. Das ist sicherlich in der Pflege nicht unsere Aufgabe, die Medikamente zu überprüfen, vielleicht schon, aber wir verordnen sie halt nicht, aber wir können ja schon auch sensibel dafür werden, das einfach zu beobachten und da auch darauf aufmerksam zu machen und ein bisschen sensibel dafür zu machen und es vielleicht mal zu hinterfragen, wenn unsere Klienten von 2, 3 verschiedenen Stellen ihre Medikamente verordnet kriegen, die dann vielleicht nicht miteinander abgeglichen werden. Absolut. Carsten, dann kannst du noch einen Fall machen. Fall? Okay. Nein, Fall habe ich nicht. Ich habe noch passend dazu Übertherapie, Erbkrankheit der Intensivmedizin. Okay. Also, ich weiß jetzt nicht, wo die einzelnen Zuhörer dieses Online-Tags arbeiten, aus der Klinik, in der Klinik, aber es geht um das Thema, dass auf Intensivstationen einfach zu viel gemacht wird an Diagnostik respektive an Therapie. Und da muss sich jeder immer an die eigene Nase packen. Also zum Beispiel unsere Jungassistenten, die neigen dazu, mindestens mal täglich Blut abzunehmen. Wir kriegen schon mal Patienten aus Intensivstationen, da hat man das Gefühl, da wird pro Schicht einmal Blut abgenommen. Und das führt dann wirklich zu dem sogenannten intensivmedizinischen Aderlass. Aber es geht ja gar nicht nur um Blutabnahmen, es gibt auch andere Diagnostik, wo man immer darüber nachdenken muss, oder Maßnahmen, ist das alles immer so erforderlich, was die Patienten so haben? Brauchen die immer ein ZVK? Muss immer die Arterie liegen und so weiter und so weiter? Wenn die jetzt einen Tubus haben, müssen natürlich auch entsprechend sediert werden. Also die Übertherapie wurde in diesem Artikel Intensiv-News also wirklich deutlich nochmal thematisiert. Das steckt natürlich auch in uns allen drin. Also tun ist immer leichter als nichts tun. Da gab es mal eine sehr schöne Untersuchung von jemandem, der bei Bundesligaspielen die Elfmeter ausgewertet hat und hat gesagt, also ein Drittel der Schützen schießt in die rechte Torecke, ein Drittel schießt in die linke Torecke und ein Drittel schießt quasi in die Mitte. Das heißt, für den Torwart wäre es eigentlich nichts leichter, als wenn er einfach mal in der Mitte stehen bleiben würde. Aber es sieht halt total bescheuert aus, wenn ich in der Mitte stehen bleibe und der Ball rauscht rechts und links rein. Ja? Das heißt, es ist immer schwieriger zu sagen, ich habe etwas nicht getan, als zu sagen, ich habe was getan und trotzdem ist was passiert. Ja? Das ist einfach so. Ja. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, unheimlich viel an apparativen Maßnahmen mittlerweile durchzuführen. Dann ist es nochmal schwieriger zu sagen, das haben wir jetzt nicht gemacht, das haben wir weggelassen. Ja? Und das hatte ich eben auch schon mal erwähnt. Das heißt, es gibt Unwissenheit oder es gibt Zeitmangel. Das heißt, man macht diese sinnvolle Einsetzen von Maßnahmen, Untersuchungen oder auch Therapie eben im Bereich Intensivstation fehlt eigentlich in der Aus- und Weiterbildung. Also wir haben früher immer bei uns gesagt, man sollte nur dann eine Untersuchung ansetzen, wenn ich das Ergebnis zwingend brauche, um damit weiterzuarbeiten. Ja, wenn ich ein Ergebnis nur brauche, um damit etwas schon zu bestätigen, was ich ohnehin schon weiß, muss man sich überlegen, brauche ich diese Untersuchung wirklich? Ja? Und wenn man das alles so zusammenschreibt, dann kann man immer sagen, man muss viel wissen, um wenig zu tun. Man muss sagen, Übertherapie wird oft als Sicherheitsmedizin verstanden. Man hat Angst, etwas nicht zu machen oder falsch zu machen, aber eigentlich gefährdet man die Patienten durch die Übertherapie auch. Und dann hat man auch auf Intensivstationen auch oft dieses Gefühl, dieses Automatismus des Weitermachens. Man muss also immer wieder täglich hinterfragen, macht das alles immer so Sinn? Im Kleinen bei Reanimationen gibt es zum Beispiel diese 10 Sekunden für 10 Minuten. Da hält man so 10 Sekunden mal in, um zu gucken, wie laufen die nächsten 10 Minuten. Sowas müsste man eigentlich auch im Alltag implementieren, dass man immer mal innehält, Teambesprechungen macht und sagt, was machen wir hier eigentlich? Macht das alles noch so weit Sinn oder müssen wir was ganz anderes machen?
Und vor 10 Jahren hat man sich mal darüber Gedanken gemacht und sagte, in vielen Bereichen über Therapie, über Versorgung, man soll weise entscheiden, was muss wirklich getan werden. Hat das über die verschiedensten Fachgesellschaften, verschiedensten Berufsgruppen in dem Bereich der Medizin mal angefragt. Und jede Fachgesellschaft sollte 5 Maßnahmen definieren, um eine Überversorgung oder Übertherapie zu vermeiden. Übrigens wurde das 2016 von der internistischen Medizin in Deutschland mal durchgeführt. Und für die Intensivmedizin, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist zum Beispiel Reduktion von Labordiagnostik. Man muss nicht mehrfach am Tag bei den meisten Patienten Blut abnehmen. Eine Übertherapie, man soll nicht immer Blut transfundieren. Da haben wir natürlich gesagt, im Weaning muss es schon sein, aber so im Alltag hat man sich auf ganz andere HB-Werte einigen können. Wenn man jetzt frisch auf Intensiv ist und wird zum Beispiel sediert und beatmet, kann man die ersten Tage auch auf eine parenterale Ernährung verzichten. Da reicht Flüssigkeit, da reicht vielleicht Zuckerlösung, aber es muss nicht immer die Vollkomplett-Ernährung sein. Dann auf Intensivstation immer die Frage, muss der Patient tief sediert sein oder kann man das auch dem Tagesablauf modulierend anpassen? Das heißt, die Sedierung sollte versucht werden, so seicht wie möglich zu fahren. Und der last but not least, der schwierigste Punkt ist natürlich, welche Patienten gehören auf Intensiv, welche Patienten sollen wie behandelt werden und bei welchen Patienten muss man eben auch mal leider verzichten, lebenserhaltende Maßnahmen durchzuführen, wenn man wahrscheinlich keine für den Patienten eine Verlängerung des Lebens damit nicht erreichen kann. Und was man sich wirklich auf die merken soll, ist, Übertherapie ist kein Kavalierstätig. Das heißt, wenn ich vorhin gesagt habe, nichts für ein Schwieriges, etwas zu tun, dann mache ich doch lieber etwas. Es ist im Zweifel auch nicht okay, dass man mehr tut. Ja? Und einmal geht es um den Patienten und dann geht es natürlich auch um die Gesellschaft, die Versicherten, die Krankenkassen. Also Übertherapie sollte auf jeden Fall vermieden werden. Und Übertherapie am Ende des Lebens erklärt sich von selber. Da sollte man eher die Würde des Patienten akzeptieren und ihm eher helfen, dass er von der Welt gehen kann, als immer noch weiter Schmerz und Leiden für den Patienten zu verlängern. Gibt es hierzu noch Fragen, Anregungen, Meinungen? Alle wunschlos glücklich. Dann habe ich noch einen klitzekleinen Bonbon am Ende. Wir hatten ja vorhin gehört, dass es so schwierig ist, die NIV-Therapie einzuleiten. Und da hat man sich mal die Gedanken gemacht, dass wir könnten das Ganze doch mit Musik unterstützen. Und hat sich dann überlegt, man hat also, achso, genau, ich fange mal anders an. Mit welcher Musik wird denn bei uns die NIV eingeleitet? Die typische Musik auf Intensivstation, ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, weil es ja quasi meinen Lautsprecher rausgibt. Mal gucken, ob es ins System reinkommt. Das ist so quasi, wie fühle ich mich auf Intensivstation, die posttraumatische belastungsstörende Intensivstation. Und das wird mit Kriegserlebnissen verglichen. Hört man die Töne? Hört man. Ja. Kennt man auch Beatmungsgeräte, Ernährungspumpen, verschiedenste Art und Weise, ist quasi der Klang unserer Intensivstation. Und unsere Intensivstationen werden dann auch manchmal so als Hölle verglichen. Und in dieser Hölle soll dann quasi eine NIV-Therapie eingeleitet werden. So, und jetzt hat man also versucht, bei Patienten, die frisch auf Intensiv waren, die NIV-Therapie einzuleiten, entweder ganz normal oder man hat denen eine Augenmaske aufgesetzt, dass sie nicht gucken konnten und Ohrhörer aufgesetzt, dass sie nicht hören konnten. Oder man hat Augenmaske blieb, bei den Ohrhörern eine L-förmige Musik eingespielt. Was das ist, erkläre ich gleich. Und dann hat man geguckt, wie kommen die Patienten mit der Therapie zurecht, wie empfanden sie das und wie erfolgreich war das. Und diese L-förmige Musik ist quasi so Ohrrhythmus, schnelle Schläge, niedrige. Wer hat da Kinder im Hintergrund? Ich habe schon ausgemacht. Alles gut, ich bin ja froh, dass meine noch nicht da sind. Bei dieser L-förmigen Musik hat man einfach geguckt, dass man quasi entsprechend der Wünsche des Patienten eine Musik ausgewählt hat,
also die nicht mit einer hohen Frequenz, so Techno, sondern eher was Klassisches, Ruhiges, nicht zahlreiche Instrumente, sondern weniger Instrumente und auch vom Sound her etwas leiser. Und mit dieser Musik wurden die Patienten quasi in der NIV-Therapie begleitet. Und dann hat man geguckt, wie die Patienten sich gefühlt haben. Das war also von, wie haben sie sich quasi an der Beatmung gefühlt, Zeit und Punkte und Diskomfort, also hohe Punkte war, haben sich nicht so wohl gefühlt. Die Kontrollgruppe ist die schwarze Linie, die waren hier unten. Die, denen man Ohren und Augen zugehalten hat, haben sich natürlich entsprechend unwohler gefühlt. Das verstehen wir von selber, das würden wir genauso empfinden. Wir kriegen irgendeine fremde Therapie und können weder gucken noch hören. Das heißt, die lagen punktemäßig deutlich höher. Und die mit der Musik haben vielleicht durch die verbundenen Augen etwas schlechter angefangen, sind aber viel zügiger dann eingestiegen. Also man könnte das ist jetzt nur diese Studie gewesen, man könnte für sich selber überlegen, also gut, Augen verbinden, das machen wir nicht, aber man könnte viel häufiger Patienten vielleicht anbieten, während der NIV-Therapie mal Kopfhörer aufzusetzen oder über den Krankenhausfernseher, der vielleicht im Raum ist, eine L-förmige Musik einzuspielen. Man hat die Patienten auch nochmal gefragt, das ist diese Frage, wie sie sich dann gefühlt haben. Hohe Punktzahl war schlecht, niedrige Punktzahl war gut. Und das heißt, Kontrollgruppe oder Augen, Ohren zu, die haben sich nicht so wohl gefühlt und die mit Musik haben sich deutlich wohler gefühlt. So, und das war auch mein Vortrag. Das ist ja mein Mantra immer des Alltags. Der schnelle Weg, etwas zu verändern, liegt in der Zerstörung. Das Schöpferische hingegen benötigt Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen, Anregungen? Ein Chat. Es gibt noch eine Ergänzung. Jetzt verstehen auch alle die, die immer wieder zum Mike kommen, warum wir nicht wegen Föhnung, sondern eher wegen Entspannung immer unseren Live-Act am Freitagabend machen, der ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nächste Woche wäre. Er fehlt mir auch ein bisschen. Und meine Tochter meinte schon, wir würden jetzt gar keinen Gig machen dieses Jahr. Und das ist schon ganz traurig. Aber das glaube ich absolut mit der Musik. Ich glaube sogar, ich würde sogar die These aufstellen wollen, dass generell auf einer Intensivstation entspannte Musik im Hintergrund wahrscheinlich den Stresslevel und sowohl den Medikamenteneinsatz wie das Wohlbefinden derer, die dort arbeiten und leider Gottes liegen müssen, extrem senken würde. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja, ihr habt die Herrschaften hier so begeistert, dass... Oder Anregungen. Wir hätten noch... Gibt es jemanden, der schon Musik einsetzt? Also jetzt, wo wir darüber reden, fällt mir ein, dass ich immer schon mal gesagt habe, wir müssten bei uns im Krankenhaus einen Krankenhauskanal haben, wo so begleitend Musik oder Bilder erscheinen, was nicht so irgendein Hauptsender nachmittags mit irgendwelchen Talkrunden ist, sondern wirklich den Patienten hilft, sich wohler zu fühlen. Hier kommt nichts aus dem Publikum. Ich kenne das aus dem OP-Bereich, dass durchaus die Operateure sich ihre Musik auflegen. Ja. Also wahrscheinlich, wenn der Sven Hirschfeld seine Pacer einbaut, kann ich mir schon vorstellen, was da im Hintergrund läuft. Die Frage wurde nochmal wiederholt. Praktizieren Sie die schon oder wer praktiziert es? Wir praktizieren es leider noch nicht, aber die Frage ans Publikum, wer tut das denn? Schöne Idee. Wohl niemand, sonst kennen wir. Wir gucken zumindest, dass gerade so bei Beatmungsadaptionen, ob jetzt bei Kindern oder auch bei Erwachsenen, dass da manchmal bekannte Geräusche oder dass einfach eine Geräuschkulisse da ist, die ein Vertrauen bewirkt. Das hilft schon eine ganze Menge. Also auf der Kinderstation, da laufen auch die Kinderkassetten im Hintergrund mit Kassetten, Entschuldigung. Das nennt man ja heute anders. Also da läuft zumindest Musik, die angenehm für die Kinder sind, wo positive Gefühle mit verbunden werden, um da einfach auch die Atmosphäre zu schaffen. Und bei
älteren Patienten, die zum Beispiel in der Gewöhnungsphase von der NIF-Beatmung sind, aber vielleicht noch nicht über die Nacht kommen, denen rate ich schon ganz klar, dass sie bei irgendwelchen Tätigkeiten, die sie gerne tun, wie beim Mittagsschlaf, Musik hören oder eben auch beim Fernsehen gucken, also die Verbindung mit was Angenehmem und mit was Bekannten, sich davon akustisch einfach ablenken lassen. Und das funktioniert, kriege ich gutes Feedback und es funktioniert auch wirklich gut. Wir denken vielleicht viel zu häufig gar nicht dran, dass Veränderungen und sowas mit bekannten und sicheren Dingen zu verbinden. Ja, neben den Lobes-Statements kam noch ein Statement über ja, Sie setzen es ein im Phase-F-Bereich. Also klar, also ich meine, nicht umsonst ist Musik so wichtig für unser Leben. Warum sollte es nicht auch in diesem Bereich gut eingesetzt werden können? Nein, ihr habt ja auch schon mal Musiktherapeuten auf dem Mic gehabt. Ich erinnere mich da. Genau. Das Fingerklavier und sowas, genau. Ich weiß von einem Menschen, der hatte extrem Bluthochdruck und der war selbst Pianist und hat sich dann selbst Musik gemacht, geschrieben und dem ist es gelungen, über seine eigene Musik den Blutdruck erheblich zu senken und seitdem gibt er immer wieder Einschlafkonzerte. Sein größtes Lob ist dann, wenn möglichst viele Zuhörer ganz ruhig da liegen und auch einschlafen. Also, das gefällt mir gut. Haben wir dann zu Hause diesen Einschlafkonzerten? Dann müssen wir ja wieder geweckt werden, kurz. Ja, am Ende kommt wohl noch eine kleine Rocknummer. Dann sind die alle wieder wach. Na gut. Genau. Dann möchte ich an der Stelle es gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich möchte mich bedanken. Ich finde es großartig, wie das heute geklappt hat. Trotz unserer Isolation in den Häuslichkeiten oder wo auch immer Sie und ihr gerade seid, war wieder eine große Inspiration. Ich finde es generell immer klasse, wenn man in anderthalb Stunden so viel dazulernen kann, wie in diesen Online-Talks. Liebe Maike, dir ganz herzliches Dankeschön. Carsten, ebenso. Ihr seid unsere treuen Mitstreiter in der Maike-Community. Macht immer riesig Spaß. Und wir hoffen natürlich, dass wir das nächstes Jahr irgendwie hinkriegen, wieder unseren altgewohnten Mike mit Live-Kontakt, mit Live-Musik und mit live ganz vielen Menschen, die wir alle vermissen, stattfinden lassen zu können. Und damit würde ich an dich, Maria, noch weitergeben, um den kleinen Werbeblock für nächste Woche abzuspielen. Und mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich von allen verabschieden. Ja, ich wollte mich auch bedanken. Es war wieder super spannend und ich glaube, wir haben noch ganz viel nachzudenken und das hat uns schon alle, glaube ich, sehr inspiriert. Also vielen Dank und ich hoffe auch, dass es nächstes Jahr wieder klappt. Und dann weise ich schon auf unsere nächsten Talks, den nächsten Mittwoch. Da ist ein Workshop der Optadata-Gruppe zum Thema Verwaltungsersparnis, Liquiditätssicherung, Fragezeichen, Ihre Möglichkeiten. Und um 17 Uhr haben wir das Thema Hygiene in der außerklinischen Intensivversorgung aus der Sicht einer Betroffenen und aus behördlicher Perspektive. Und damit will auch ich mich verabschieden und wünsche allen einen schönen Abend. Schöne Grüße. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.